Hey Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier Shovel Knight von den Yard Club Games. Ist ein neues Spiel, ein neues Projekt von mir und ich freue mich schon sehr drauf, denn es erinnert mich so an die alten Klassiker. Er ist im Stile von Mega Man oder DuckTales für NES. Waren super Spiele und das hier orientiert sich so ein bisschen daran. Nur von der Spielbarkeit ist es ein ganzes Stück besser, auch von der Technik, aber ihr werdet noch sehen, was ich meine. So, ich würde sagen, ohne weitere Umschweife starten wir ein neues Spiel. Ich habe den ersten Level schon mal angetestet. Der ist super! Und bei solchen Spielen kommt es auch sehr auf die Spielbarkeit drauf an. Das heißt, es läuft super rund und die Eingaben sind sehr präzise. Das gefällt mir doch. Und ja, ohne weiteres Quatschen machen wir jetzt mal weiter und sehen uns das Intro an. Es ist Schaufelzeit und da geht's los, Leute. Ach ja, ist das cool. Ich freue mich. So, ihr seht schon, das Spiel, wie gesagt, hat einen eigenen Grafikstil. Es ist nicht wirklich hochauflösend. Es ist 256 Farben Retro. Also auch nicht unbedingt 8-Bit, aber es ist halt schon richtig cool. Also mir gefällt der Stil so dermaßen gut. Ich weiß auch nicht. Sowas hier kann ich immer wieder spielen. Ich finde das einfach klasse. Ja, ihr seht schon, die Steuerung, die ist sehr eingängig. Wenn wir springen und nach unten drücken, machen wir diese Art Pogo-Angriff, die auch schon Dagobert Duck konnte in DuckTales, deswegen habe ich das als Beispiel genannt. Und der Soundtrack, die Musik, erinnert doch stark so ein bisschen an Mega Man. Mich zumindest. Aber ich finde es sehr cool. Die Musik ist klasse, die geht einem sofort irgendwie ins Ohr und reißt mit. Und die Steuerung, ja, habe ich schon erwähnt, ist sehr präzise. Also der Charakter reagiert sofort, wenn man was drückt. Wir haben eben ganz normale Angriffe. Mit diesem Schaufelangriff können wir Gegner schaufeln oder eben auch Haufen ausbuddeln. Dann diesen Pogo-Angriff, den werde ich auch noch sehr oft einsetzen. Der ist nützlich ohne Ende. Und wir bekommen später auch noch Items, soweit ich das sagen kann. Ich weiß nicht, was noch alles kommt. Ich habe nur bei Northern Line mal in den Stream reingeschaut. In den Livestream. Und da habe ich den zweiten Level, glaube ich, schon gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, dieser Drache ist ganz schön fies. Man kann ihn auch einfach wegschaufeln. Aber die Stampfattacke ist ja viel besser, habe ich festgestellt. So. Auf jeden Fall gibt es immer mal wieder solche Mini-Zwischengegner. Und das erinnert doch gravierend an Mega Man. Was aber neu ist, beziehungsweise was sich nicht irgendwie von den irgendwie anderen Spielen hat inspirieren lassen, ist die Overworld-Map. Dazu kommen wir aber, wenn ich das durchhabe hier, den ersten Level. Denn die Overworld-Map, die ist frei begehbar und wir können uns aussuchen, wo wir hin möchten. Das finde ich klasse. Dann sind wir nicht irgendwie an Geradlinigkeit gebunden, sondern können uns aussuchen, welche Mission wir als nächstes angehen. Ich glaube, man kann auch einkaufen. Es gibt ein Dorf, bei dem man eben shoppen gehen kann, in dem man shoppen gehen kann. Obala. Da wollte ich draufstampfen, war aber zu weit weg, ne? Und ja, das wird noch alles ein bisschen komplexer. Bam. Bam, Junge. Warte mal, mach ich das nochmal kaputt? Da ist nichts drin. Okay. Oh, ich habe jetzt schon ein bisschen viel Lebensenergie verloren. Aber ich denke mal, das wird noch, weil ich bekomme ja immer wieder Heilung. Zugeschustert. So, erstmal die ganzen Skelettkörper. Ja, und diese Notenblätter, ich weiß nicht, wofür die gut sind. Aber ich glaube, die brauchen wir noch, weil es war im Menü aufgelistet, dass wir da so und so viel von gesammelt haben. Also insgesamt gab es, glaube ich, 50. Ich weiß nicht, ob das einfach nur solche Collectibles sind oder... Naja, ich spiele übrigens die GOG-Version. Die war zum Zeitpunkt des Erscheins ein bisschen günstiger. Ist jetzt schon ein paar Tage alt, das Spiel. Auf Steam ist es mittlerweile, glaube ich, aber noch billiger. Also es kostet 11 Euro auf Steam, denke ich. Und auf GOG sind es wieder 15. Müsst ihr euch entscheiden, auf GOG ist es aber DRM-frei. Das heißt, ohne Kopierschutz.
Und ihr habt es nicht an ein Online-Konto wie Steam gebunden. Das ist halt... Ne? Die Vorteile liegen ja klar auf der Hand. So. Guck mal hier. Oh, lecker Hühnchen. Das hat man jetzt gar nicht gesehen, aber... Oh. Oh. Köstlich. Eine Köstlichkeit. So ein fetter Braten. Hühnerbraten. So. Auf jeden Fall füllt das unsere Lebensenergie auf. Davon gibt es noch mehr. So, diese Checkpoints übrigens habe ich auch schon gesehen. Die kann man später zerstören. Dann sind nämlich nicht diese Flügel außenrum beim Glas da, bei dieser Glaskugel. Und dazu muss ich ein bisschen was sagen. Also man ist zwar dann reicher im Endeffekt, wenn man die Kugeln zerstört. Allerdings, naja, hat man dann auch keinen Checkpoint mehr, wenn ihr versteht. Wenn ich dann also sterbe und alle Checkpoints kaputt mache bis zu diesem Punkt, dann muss ich den ganzen Level nochmal spielen. Und das ist nicht schön. Es gibt auch so eine Art, wie soll ich sagen, Dark Souls Bestrafungssystem. Da hört sich jetzt gemeiner an, als es ist, aber wir verlieren dann eine gewisse Menge Gold, glaube ich. Prozentual gesehen, ich glaube 10% oder was das war. Oder 20? Naja. Auf jeden Fall verlieren wir Gold und das müssen wir uns dann wieder einsammeln, bis zu dem Punkt, an dem wir starben. Wenn wir das nicht tun, ist es halt weg, ne? Oder wenn wir nochmal sterben, ist es auch weg. So ist das nun mal. Ja, so, du musst sterben. Oder du bist ja schon tot. So, hier ist auch ein Versteck, das sieht man im ersten Moment gar nicht. Aber man sieht's, wenn man weiter hochklettert. So, erstmal hier buddeln. Oh, kommt mal eine Karotte. Mmh. Karottchen. Ja, weil hier ist eine Kiste und die sieht man ja von oben dann. Zack. Also es ist alles sehr fair. Es hat auch nur einen Schwierigkeitsgrad, soweit ich das gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich es noch schwerer einstellen kann. Ja, was soll ich noch sagen? Also es ist nicht schwierig. Ich kann es noch nicht so beurteilen, aber am Anfang des Spiels ist es noch recht moderat. Sag ich mal. Oh. Da ist wieder so eine... Ja, Schleimvieh. Yes. Ja, die hier kommen, glaube ich, nur einmal durchgeflogen, die kleinen Drachen. Und deswegen... Sind das überhaupt Drachen? Weiß nicht. Sollte man die gleich erwischen, sonst sind sie nämlich weg und kommen nie wieder. Und dann hat man Geld verpasst. Und Geld ist so wichtig. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Aber es macht Spaß, das einzusammeln, natürlich. Oh, oh. Drache. Ja, so geht's echt am schnellsten. Au. Oh, oh, bloß nicht runter. Nein, verdammt. Ja, da ist mir ein roter Diamant flöten gegangen, weil ich so gierig war. Ja. Das ist auch gefährlich, wenn der einen erwischt. Man hat ja immer so einen gewissen Knockback. Das ist auch so eine... Ja, wie soll ich sagen? Das haben sie ja mit Absicht eingebaut, natürlich. Aber das hatten die alten Spieler auch, diese Krankheit. Dass man so einen Knockback hatte und immer dann in den Abgrund fiel. Ich sag nur Castlevania 1 fürs NES, ne? Kennt ihr. Da war das richtig eklig, da ist man andauernd in den Abgrund gestürzt. Weil man eben zurückgeworfen wurde durch einen Treffer und das ist hier auch nicht selten der Fall. Also mir ist es im ersten Level hier schon zweimal passiert, gebe ich zu. Beim Anspielen. Und ja, ist halt ein bisschen peinlich, aber was willst du machen? Deswegen immer lieber abwarten. Und ich habe schon gesehen, wir bekommen auch so einen Stab, mit dem wir Feuerbälle verschießen können. Auch wieder bei NL habe ich den gesehen. So... Und bis dahin wird es aber noch ein bisschen dauern. Der war da, glaube ich, schon Level 2 oder 3. Entschuldigung, ich habe was getrunken. Also kein Alkohol, aber irgendwas Kaltes. Und dann, na. So. Ich glaube, wir sind auch bald schon beim ersten Boss. Ja, da ist er. Und hier kriegen wir noch ein bisschen Lebensenergie. Oh. Und Checkpoint. Jawollo. Und hier kommt er. Der schwarze Ritter. Ich wusste, dass du früher oder später dein Gesicht zeigen würdest. Du Feigling. Geh wieder zurück, Schaufelritter. Es gibt nichts für dich, was du hier tun kannst. Geh zur Seite, schwarzer Ritter. Ich habe keinen Ärger mit dir. Ich muss zurück zum Turm des Schicksals. Deine Zeit in Abwesenheit hat deine Sinne vernebelt. Kannst du es nicht sehen? Das gesamte Tal wurde von der Verzauberin erobert. Und die unsterblichen Ritter des Ordens ohne Quarter stehen zwischen dir und dem Turm. Aber das macht nichts, denn niemand kommt an mir vorbei zur Verzauberin. Steal thy shovel, hebe deine Schaufel. Das ist so eine Anspielung auf hebe dein Schwert. Oh, da haben wir den ersten Boss, Leute. Bam. Der ist nicht besonders schwierig. Ich glaube, ich habe den beim ersten Mal sogar direkt geschafft. Aua. Aber er hat so ein paar Tricks drauf. Am besten immer draufspringen. Oh, den macht er auch noch. Ja, ja. Bam. Und er schießt einen Feuerball, den ich zurückschleudern kann. Das ist sehr cool. Ne. Bam. Kann ich ihn nochmal treffen eigentlich? Geht das? Ah, guck mal, der ist gar nicht so blöde. Ah, shitty. Komm her. Bam, Junge. Oh.
Einfach schaufeln muss man den. Immer schaufeln, Leute. Oh, jetzt. Guck mal, ich kann mich auch so ein bisschen ducken. Na, au. Au. Yes, und da habe ich ihn erwischt. Bam. I'm alive. Ja, es gibt auch Achievements, auch auf der GOG-Version. Die zählen jetzt zwar nicht irgendwie im System, weil es ist ja kein Steam und so. Aber es geht auch so. Ist ganz nett. So, wunderbar. Und das ist jetzt wieder so ein bisschen Golden Axe, finde ich, dass man am Lagerfeuer sitzt. Es kommt zwar keine Trolle oder Goblins, die man treten kann für Tränke, aber es ist schon sehr nett gemacht. Erinnert mich so ein wenig daran. Also wenn man... Oh, guck mal, da fällt Schildritter. Das ist, glaube ich, eine Sie übrigens. Ich denke mal, die waren ein Paar. Ein Liebespaar. Also wenn man diese alten Spiele kennt, dann wird mir hier andauernd daran erinnert. Oh, nein, ich hab sie. Keine Ahnung, was das bringt, aber man kann es ja mal machen. Was ist los? Bin ich wach? Guck mal, man kann das Feuer ausbuddeln. Hihi, only you. Only you. Nein, wir singen jetzt nicht. So, und da haben wir die Karte ein bisschen geöffnet. Ihr seht es, wir können jetzt frei wählen, wo wir hingehen, aber wir müssen zuerst ins Village. In das Dorf müssen wir zuerst. Halt! Keine Waffen! Wir haben schon genug, mit dem wir uns herumschlagen müssen, ohne dass hier Schwerter geschwungen werden. Oh, haha, das ist ja keine Waffe, nur eine Schaufel. Ja, dann kannst du natürlich reinkommen. Aber vergiss nicht! Drücke nach oben, um mit allen zu reden. Ja, toll. da lacht er uns hier aus. Wir sind ein Held, wisst ihr? Müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, versichere dich, dass du noch mit... Oh Gott, was ist das denn? Mit allen redest. Hast du die alte Hexe unten in der Saftbar gesehen? Ich denke, sie erzählt dir dein Schicksal, aber sie redet nicht mit mir. Oh Gott. Ja, die sagen mir alles dasselbe. Guck mal, diese Pferdefrauen, was ist denn hier los, Mensch? Was bist du denn für einer? Heil Reisender. Ich bin nur ein einfacher Barde, aber ich habe ein großes Problem. Ich habe alle meine Musikblätter, also meine Notenblätter verloren. Mein ganzes Repertoire liegt verstreut im ganzen Land verteilt. Wenn du jemals ein Musikblatt findest, ein Notenblatt, dann bring es zu mir zurück und ich werde dich belohnen. Wow, du hast zwei Musikblätter. Das ist ja unglaublich. Ich gebe dir 500 Gold pro Blatt. Wart. Wundervoll. Lass uns mal sehen. Oh, du hast den Rivalen gefunden. Der schwarze Ritter hat einen sehr feinen Musikgeschmack. Er hätte Komposition studieren sollen, aber dann hätte ich wohl einen Rivalen bekommen. Nun, jetzt da ich dieses Musikblatt habe, kann ich etwas für dich spielen. Jederzeit. Frag einfach. Okay. Heil dir, Schaufelritter, Held der Musik. Was kann dieser fromme Bade für dich tun? Spiel mir ein Lied. Wunderbar. Was möchtest du hören? Ach, guck mal, jetzt kann ich mir hier... Ah, gut, das hat er gemeint. Jetzt kann ich mir hier ein Musikstück aussuchen. Nö, muss aber nicht sein. Das ist nett gemeint, aber... Uhu, du hast so ein hübsches Gesicht. Du solltest hier öfter hierher kommen. Ja, ich habe ein hübsches Gesicht, ne? Ach, guck mal, da kann ich ja rauf. Was ist das? Ein Herz und ein... Ach, guck mal, hier kann ich wahrscheinlich Lebensenergie und Mana steigern. Was ist denn für einen Ziegenbock? Oh, Entscheidungen. Soll ich meine Magie oder meine Heilung steigern? Oder esse ich eine Zinndose? Warum kaufst du nicht mein Essensticket und ich helfe dir und hilfst mir, meine Entscheidungen abzukürzen? Ein Mealticket. Besuche den Gastronomen, um deine Lebensenergie aufzurüsten. Ja, das machen wir mal. Ah, First Purchase. Oh, guck mal jetzt. Yes. Und jetzt hat er die Dose gefressen, oder was? Das gesehen, der hat irgendwas gemampft eben. Ist das der Gastronomer. Gastronomer. Ah, ein Essensgutschein. Gib ihn mir und ich mache dir das Beste, was ich kochen kann. Aha. Ich mach dir sofort was zu essen. Also, bon appetit und entschuldige den ganzen Unrat hier. Wahrscheinlich gibt's Rattenplatte oder sowas. Und was gibt's? Oh, guck mal, das wird lecker, lecker. Und ich habe ein Lebensdings dazu gekriegt. Ein Pünktchen. Was auch immer. Möchtest du mehr Reliquien nutzen können? Oh ja, natürlich. Ich kann deine Magie steigern. Gut. Aber du hast noch keine Reliquien. Was? Du musst Reliquien finden. Chester, die Leiter runter. Hat immer die seltsamsten Sachen. Warte, was mache ich?
Der ist verwirrt, der Kerle. Ich glaube, der ist total verwirrt. Naja, gucken wir mal. Oh, was haben wir denn hier? Ladies. Die Saftmaid. Aha, die Juicemaid. Ah, neues Gesicht. Tänzer, Akolyten, Hexen, Ziegen. Jeder ist hier willkommen. Achso, das ist ja schön. Dieser Spectre-Ritter. Wenn du ihn hier nur jemand besiegen könnte, dann würde ich ihn mit meinem größten Schatz beglücken. Aha. Frisurtipps geben oder so. Daddy Post King. Oh, wehe mir, der König von nichts. Oh, ich kann nur noch meinen einsamen Barhocker hier beherrschen. Der König-Ritter sitzt auf dem Thron. Dieser Schurke wird schon bald sein Fett wegbekommen oder so. Die Großmutter Sumpf. Double Trouble, Soil and Shovel. Doppel Ärger, Grund und Schaufel. Mein drittes Auge weiß sinnlose Informationen. Excavatio, die Nummer, die der Dreckhaufen, die du ausgegraben hast, ist 7. Aurum Infidiosa. Das Gold, das du schon verdient hast, ist 6184. Tanato Refutatum. Die Nummer, die du schon gestorben bist im Kampf, ist 0. Temporum Perpetua. Die Zeit, die du gespielt hast, ist 14 Minuten 27. Ich sehe alles, was du machst. Also komm wieder zurück und ich gebe dir mehr nützliche Fakten. Danke für die Hilfe, nette Hexe. Ich bin keine Hexe. Nein, das ist... Oh, da geht's ja durch. Das ist Großmutter Sumpf. Oh, was macht sie denn hier? Hi, die sieht nicht gesund aus, diese grüne Gesichtsfarbe. Ich denke mal, friedliche Einsamkeit ist zu viel verlangt. Also, jetzt da du schon mal hier bist... möchten wir die Zeit überbrücken mit einem kleinen Spiel? Du musst mir erst 100 Gold geben. Okay. Na gut, ich beschwöre einige Dinge und du kannst sie gegen die Ziele schlagen für Punkte, okay? Okay, was ist jetzt los? Oh. Ach so funktioniert das. Ding. Ach, guck mal, jetzt kann ich die dagegen hauen. Oben. Interessant, das sind 3. Das ist einer. Oh, die... Yes! Yes! Die war gut. 10 Punkte. Bam. Bam. Triff doch mal was. Oh, die blauen sind die besten, glaube ich. Wenn ich die treffe... Diese leuchtenden... Na komm, pfeife ich auf die anderen. Yes. So geht das. Oh, oh. Mist. Ich muss die roten oben treffen, die geben am meisten. Yeah. So ist das schön. Wie viel habe ich? 116. Yay. Du hast 116 Punkte. Gut gemacht, denke ich. Nimm das und komm zurück, wenn du wieder langweilig ist. Oh, guck mal, wie viel Gold ich verdient habe. Yay. Cool, das hat sich ja echt gelohnt. Naja, so einigermaßen. Aber nochmal muss ich das jetzt nicht machen. So. Hier weiter. Ich soll doch zu so einem Chester gehen. Oh, bist du ein Frosch? Hey, Schaufelritter. Ich weiß, die Dinge sind hart, aber schmeiß nicht das Trowel. Heißt das nicht das Towel? Schmeiß nicht das Handtuch. Was ist denn da für einer? Trouble Acolyte. Hallo, Fischfreund. Heil dem Trouble King. Wer? Hast du niemals vom Trouble King gehört? Halb Trout, halb Vieh und halb Apfel. spricht man aus wie ein Mundvoll. Mouthful. Aha. Er ist der... einer der Waldgötter und er hilft denen, die in Not sind. Ich sage die Wahrheit! Wenn du ihn jemals besuchst, dann halte deinen Kelch nach oben und der Trouble King wird erscheinen. Aha. Wenn das passiert, dann... nee, was? As it happens, I have been entrusted. Achso, ich soll dir dann einen Kelch verkaufen an die Gläubigen. Willst du einen haben? 5500, ja... Was? A vessel for storing mythical Ichor. Okay, den kann ich mir ja kaufen. Mach ich auch. Ein Gefäß, um mythical Ichor zu sammeln. Aber wo kann ich ihn finden? Naja, gut. Machen wir das mal. Leute, ich würde sagen, damit lassen wir es gut sein für den ersten Part. Guck mal, was ich machen kann.
Wäre super, wenn ihr mich unterstützt. Wenn ihr das Projekt mögt, dann gebt mir ein Like darauf. Und wenn ihr weiterhin irgendwie noch dranbleiben möchtet, schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Schreibt mir noch eure Meinung. Das wäre super. Und wir sehen uns wieder bei Shovel Knight.